Wenn du mit den Zähnen knirschst und darüber nachdenkst, dir eine Knirscherschiene anfertigen zu lassen, dann schau dir dieses Video an, denn ich verrate dir, warum du auf gar keinen Fall die falsche Art von Knirscherschiene haben solltest. Knirscherschienen sind eine fantastische Art, um die Behandlung von Zähneknirschen professionell in die Hand zu nehmen. Und so eine Knirscherschiene, die hilft auch wirklich gegen Zähneknirschen, weil sie den Kiefer in der Nacht in eine andere Position bringt. Und dadurch haben die Kaumuskeln nicht mehr den Reflex, dass das Knirschen von alleine von unserem Muskelsystem ausgelöst wird. Und so eine Knirscherschiene funktioniert dann gut, wenn sie richtig angefertigt ist, das heißt, wenn sie aus dem richtigen Material besteht und wenn sie auf die richtige Art und Weise hergestellt wird. Es gibt Knirscherschienen, das sind einfach sogenannte Tiefziehschienen, das sind ganz einfache Schienen, die werden über das Zahnmodell drüber geschmolzen und haben dann die Oberfläche von dem Zahn noch drauf. Und dadurch hat man keine guten Zahnkontakte und das kann für das Kiefergelenk eine große Belastung sein. Und deswegen solltest du so eine Knirscherschiene auf gar keinen Fall tragen. Eine richtige Knirscherschiene hat eine plane Oberfläche und dadurch gleiten die Zähne aufeinander und an den Eckzähnen sind kleine Hügel, über die die Zähne wieder auseinandergeführt werden. Und genau diese Art von Knirscherschiene sorgt dafür, dass sie deine Muskulatur entspannt. Du fragst dich jetzt natürlich, zahlt meine Krankenkasse so eine Knirscherschiene? In der Regel ja, die meisten Krankenkassen bezahlen das. Oft gibt es noch eine kleine Zuzahlung, wenn eben bestimmte hochwertige Arten von Knirscherschienen verwendet werden. Und so eine Knirscherschiene wird am besten hergestellt, indem man einen Abdruck von den Zähnen macht. Und da ist es ganz wichtig, dass der Abdruck vom Oberkiefer und vom Unterkiefer genommen wird. Heutzutage kann man das auch mit einem Scan machen, dann geht es viel unkomplizierter und vor allem noch viel genauer. Und die Knirscherschienen können heutzutage entweder 3D gefräst werden durch eine sogenannte CAD-Maschine oder sie können sogar mit einem 3D-Drucker hergestellt werden und dadurch kriegt man perfekt sitzende Knirscherschienen, die für dein Kiefergelenk eine richtige Wohltat sind. Kieferschienen oder die Knirscherschienen lassen sich ganz einfach reinigen mit der Zahnbürste, weil die Oberflächen, wenn es die richtigen Schienen sind, so hart sind, dass sie keinen Schmutz annehmen. Und diese Arten von Knirscherschienen sind für dich perfekt und gehen auch nicht so schnell kaputt wie die einfachen, schwachen, tiefgezogenen Knirscherschienen. Das heißt also, wenn du Zähne knirschst, dann ist die gute Nachricht, es ist gar kein Problem, dir helfen zu lassen. Mit den richtigen Knirscherschienen kann man dein Knirschen sehr gut in den Griff bekommen. Geh einfach zu einem Profi, zu einem guten Zahnarzt, der sich spezialisiert hat auf Zähneknirschen und der solche hochwertigen Knirscherschienen für dich anbietet. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Freu dich darauf, wenn du nachts wieder durchschlafen kannst und wieder entspannte Ruhe hast, ohne dass dein Kiefer ständig am Arbeiten ist. Liebe Grüße von mir und bis zum nächsten Video, dein Andreas.